Also ich habe hier den Term einer Parabel und die ist auch aufgezeichnet und jetzt wollen Sie den Schnitt mit der y-Achse, eben nicht den Schnitt mit der x-Achse. Beim Schnitt mit der x-Achse mache ich hinten so ein ist gleich 0, 0 Stellen und so und bei dem Schnitt mit der y-Achse möchte ich wissen, das ist irgendwo da oben, ja, wo schneidet der Graph die y-Achse? Das ist dort, wo x gleich 0 ist. Ich muss dann nur für x, also x gleich 0 an der Stelle einsetzen. Also das y, das ich suche, das ist 0 plus 3 Quadrat minus 4. 9 minus 4 ist 5. Das heißt, ich habe beim Punkt 0, 5 den Schnitt, ja, x, y, also hier 0, 5 den Schnitt mit der y-Achse. Jetzt wollen Sie hier allgemein wissen, wenn ich die Funktion x plus 3, 3 in Klammern zum Quadrat plus b habe, ja, wann, genau, geben Sie an, für welche Werte die Funktion keine Nullstellen besitzt. Also in dem Fall ist ja b gleich minus 4, es ist um minus 4 Meter nach unten verschoben. Und wenn b größer 0 ist, ja, dann ist es nach oben verschoben und hat keine Nullstelle. Es muss nur minimal, also b echt größer 0, nur ein bisschen größer 0 sein und dann gilt es schon. Und was haben Sie noch? Genau, begründe, dass die Funktion für jeden Wert zwei Nullstellen besitzt. A verschiebt ja nur nach rechts und links. Ja, wenn a gleich 7 ist, dann geht es 7 Meter nach links und wenn a gleich 5 ist, dann geht es 5 Meter, also minus, genau, minus 5, dann geht es 5 Meter nach rechts. So, und minus 4. Und das ist immer, genau, immer nach oben geöffnet, weil hier wir uns eine 1 denken, das ist positiv. Und immer noch 4 Meter nach unten verschoben. Entschuldigung, dass ich so Meter sage, aber ich so stelle es mir so vor, so minus 4. Und das soll man irgendwie in Worte fassen und dann hat man hier diesen einen Punkt.